Willkommen Freunde, hier ist LP Ray. Es geht weiter mit Pokémon Weiß und ja, ich habe nachgeprüft, dass die Tems werden in diesem Spiel nicht mehr verbraucht. Klingt komisch, ist aber so. Ich muss jetzt mal was nachprüfen. Ich lerne jetzt hier mal einfach mal den einen Namen noch. Muss mir den einen Namen nochmal durchlesen. Weil ich mich total verändert habe in den letzten Part und deswegen gucke ich mir den nochmal an. Okay, Mann. Okay, Mann. Okay. So. Achso, ja. Okay, du wirst jetzt leiden. So. Turner. Timmy Turner fordert uns im Kampf heraus. Okay. Du hast drei Pokémon. Okay, Mann. Okay, Mann. Wusste ich doch, dass du das hast. Und Michi. Okay, Michi. Dein Job. Aquavelle. Mach es fertig. Diese Attacke ist sehr effektiv und besiegt es mit einem Schlag. Das war nice, Michi. Michi kassiert ein Level ab, erreicht Level 31 und lernt nichts. Okay, Stahlobor. Stahlobor ist ein Stahl-Boden-Pokémon, soweit ich das weiß. Und Michi wäre eigentlich optimale Wahl. Ich bleibe auch bei Michi. Das ist nämlich die Weiterentwicklung unseres kleinen Maulwurfes. Genau. Und, keine Ahnung, ich finde diese Statusattacke, die das kann, übelst heftig. Genau die. Angriff steigt. Genauigkeit steigt. Und das mit der Genauigkeit, das finde ich gerade so, ist irgendwie übel. Weil wenn man mal überlegt, jetzt kann es dadurch eine Attacke einsetzen, die auch mal öfters daneben geht, also Steinhagel zum Beispiel. Kannst jetzt ohne Probleme einsetzen, ohne dass das irgendwie ein Problem geben würde mit dem Verfehlen. Ach komm, Michi, das erledigst du noch. Oder was gibt's noch? Eisenschweif könntest du jetzt auch ohne Probleme einsetzen, wenn es das könnte. Ich weiß nicht, ob es einen Schweif hat. So, und was schickst du als nächstes rein? Membrana. Da wechseln wir lieber aus. Und schicken Bauschi in den Kampf. So, Bauschi, du erledigst den Rest. Okay, Membrana. Oh, jetzt wieder die epische Kampfmusik. Was das coolste Feature ever ist, wenn man erst gegen einen Arenaleiter kämpft. Nur leider höre ich die Musik zu kurz bei dem. Ciao, ciao, Membrana. Okay, Turner. Das war's wohl. Gib mir deinen Orden. Das sieht aus wie Erdschichten, wenn ich das mal so betonen darf. Plops. Und wir haben den fünften Orden in der Tasche. Und wir kriegen eine Tem, glaube ich, von dir noch. Krieg ich keine Tem? Das ist irgendwie praktisch, dass wir hier diese Attacken jetzt alle auswählen können. Oh, ich muss mein Headset mal kurz anders aufsetzen. So, Kraftschub, Zertrümmerer. Zertrümmerer können wir auch. Können wir das mit Chillerwell benutzen? Habe ich das im letzten Part schon nachgeguckt? Kann Zero. Aha, Chillerwell wäre besser gewesen. Oder, eher gesagt. Liver. So, jetzt habe ich's. Okay, das kann keiner lernen. Das ist sehr praktisch, dass man einfach jetzt die Attacken beibringen kann, ohne dass sie verbraucht werden. Richtig nice. Und wir fahren jetzt mal schön nach oben mit dem Aufzug. So, und mit dem kommt man, glaube ich, direkt wieder an den Anfang. Ja. Juhu. Dann begeben wir uns mal zur Route 6, wo wir schon mal waren. Bevor heile ich mich. Und hier rein. So. Team ist wieder topfit. Das ist nice.
Okay, ich sage mal, ich cutte hier und ich erspare euch den Weg bis darüber. Also, bis in 2 Sekunden. Oh, Moment. So viel dazu. Hallo, Bell. Sag nicht, du willst jetzt schon wieder kämpfen. Oh, nö. Habe ich das schon mal erwähnt, dass man sehr oft gegen seine Kontrahenten kämpft in diesem Spiel? Okay, Bell. Mal sehen. Oh. Ein Terrybark. Und das hagelt. Oh, oh, das wird ein epischer Kampf. Und Bedroher. Komm, das spuche ich jetzt vor. So. Aquavelle. Ein Terrybark ist nicht mehr lange da. Oder? Oh ja, noch einen Treffer und weg ist es. Serviert und... Kraftschub. Kommt mir das nur vor, da hat das Terrybug da lieber in dem Kopf so einen kleinen Pixel, wenn es eine Animation abkriegt oder so. So. Mal sehen, ob man das jetzt vielleicht nochmal sieht, wenn man jetzt da hingezoomt bekommt. Ja, da so ein kleiner Strich, direkt hier beim Kopf. So, Level 32. Mal sehen, wie wir als nächstes rein... Ah ja, erstmal Hagelkörner. Autsch. Vegimark. Da wechseln wir. Und ich hole rein. Zero. Komm. Okay. Nitrolado. Quatsch. Und das war's. Und Initiative steigt von Zero. So. Was kommt jetzt da rein? Ein Verkokel. Das ist das Feuerstarter. Pokémon von hier. Was jetzt Feuerkampf sein müsste. Und dann schicken wir Michi in den Kampf. Okay, Aquavelle. Und tschüss. Großes, übergroßes. Was? Es hat überlebt? Und jetzt ist es weg. Ciao, ciao, dein Bodycheck killt dich. Und jetzt kriegen wir nochmal Hagel ab. Sonivora. Das ist ein Psycho-Pokémon. Da schicke ich Liver in den Kampf. Upp. So, Sonivora. Warnung. Schaufler. Die stärkste Attacke von mir ist Kehrschelle. Schaufler fällt leider nicht mehr unter der Kategorie Techniker. Weil es zu viel ist. Zu viel Stärke hat. Ja, komm. Hagelkörner, ouch, ouch. So, könnte jetzt eine Spaßkanone gerade wieder seine Verteidigung sinken, aber darauf habe ich keine Lust. Einmal. Zweimal. Ach, du schießt einen Einigler. Ach komm, jetzt spule ich vor. So. Das ist jetzt mir vollkommen egal. Ich tauche jetzt ab. Flops. Ich glaube, ich wechsle. Das hat so keinen Sinn. Okay. Bauschi. Durch diesen Einigler. Die ganze Taktik hin. Okay. Wie machen wir das jetzt am besten? Gigasauger. Komm, das reicht aus. Ups. Und Hypnose. Du willst mich doch auf den Arm nehmen, oder? Ich halte diese Hypnose nicht. Entweder wachst du selber auf, Bauschi, oder es wird vom Hypertrank geheilt. Jetzt reicht's mir, Bell. Jetzt gibt's hier taktikmäßig einen auf den Deckel. Das ist mir total egal. Komm, wach auf. Wach auf. Wach auf hier. Bauschi, wach auf. Genau. Du kriegst jetzt meine Standard-Gegner-Taktik auf den Kopf. Mir total egal. So. Ekelsam. Nein, nicht selber hauen, Bauschi. Komm, Bauschi, jetzt.
ist mir auch egal, dass das jetzt ein Kampf ist mit Bell. Dass es von drei ein Kampf ist, weil... Das nervt langsam jetzt. So. Kannst du nochmal einen Hypertrank spielen von mir aus? Du überlebst das nicht mehr. Oder ich überlebe das nicht mehr. Oh, das sieht schlecht aus für Bauschi. Und tschüss. Das tut mir leid, dass ich jetzt das vorgespult habe, aber ich habe es nicht mehr ausgehalten. Ja, unglaublich stark geworden. Ja, danke. Eine VM. VM fliegen. Oh, damit können wir uns endlich schneller bewegen. Und jetzt hat auch Xano endlich seinen Zweck. Ja, Xano. Jetzt geht's rund mit dir. Aber ich würde sagen, ich bringe Xano die Attacke bei und wir sehen uns an dem Haus wieder, wo ich den Deutschstein bekommen habe damals. Also, bis gleich. So, Freunde. Ihr habt gerade diesen Zeitsprung gar nicht miterlebt. Ich war auch noch mal kurz shoppen. Nebenbei erwähnt. Und ja, wir müssen jetzt hier hin. Und ja, der Schutz wirkt nicht mehr. Oh, da ist ein Netz. Danke fürs Warten. Oh. Hallo, Turner. Ja. Kannst du mir das wegmachen? Ja. Bums. Danke. Dampfwalze. Ja, das ist eine super Attacke. Die ist, ja. Ich werde gleich nachgucken, was die nochmal kann. Auf jeden Fall weiß ich, dass die Attacke bei, wenn ich Patchy verwende, auf jeden Fall benutzen werde. Und ja. Da, Dampfwalze. Stärke 50. 60 wollte ich schon sagen. Aber kann keiner von euch lernen. Schade, schade. Okay, gehen wir in die Elektrohöhle. Oh ja, Elektrohöhle. Das ist ja schön. Nein, ich wollte eigentlich in die Tasche hier. So. Bisschen Superschutz benutzen. Oh. Hallo, Kakashis. Kakashi-Klone. Meister N, dass du drinnen sehen wolltest. Also ich hätte auch dich selber angesprochen, also so ist es nicht. Mhm. Ja. Überrascht dich das? Ja. Eigentlich wollte ich sagen nein, aber na gut. Ich war ein bisschen zu schnell. Meine Attacke war schneller als mein Gedanke. Dieser Stein sieht interessant aus. Wir stehen unter Strom, wir stehen unter Strom. Hallo. Ja, hallo. Hallo, Bell. Ich weiß, was ich mit diesen Steinen machen kann. Und was tut die Professorin hier? So, ja, scheint... Achso, die gibt uns ja jetzt was Schönes. Komm, spulen wir ein bisschen vor. Sie gibt uns das Glücksei. Das Glücksei sorgt dafür, dass wir, wenn das jetzt noch gleich geblieben ist, ich weiß es gar nicht mehr, dass wir ein Drittel mehr Erfahrungspunkte bekommen. So, das wussten wir auch gleich mal. Welches Pokémon trainiere ich jetzt eigentlich? Das sollte ich mir auch mal festlegen. Geben. Ich denke mal, Zero werde ich jetzt erstmal trainieren bis Level 35 und dann wechsle ich. Außer wenn es im Kampf halt erforderlich ist, so. Wenn die anderen vorkommen. Also circa bis 35. Und bums. Ja, wir können diese Steine verschieben, aber auch nur zu diesen großen, fetten Steinen. Sonst geht das gar nicht. Also, wir können den jetzt nicht nach oben schieben, wir können ihn nur in die Richtung schieben. Bums. Und wir halten Paraheiler. Sehr nützlich in der Elektrohöhle. Und ich merke gerade, meine Stimme geht langsam den Geist auf. Ja, gut, Mann. Zu viel geredet heute. So, Forscher, was willst du denn? Ein Klick, Klick. Ein Klick, Entschuldigung. Klick, Klick, Klick. Ein Stahl-Pokémon, soweit ich weiß. Deswegen werden wir eine Nitro-Ladung drauf machen. Ja, ich schlag richtig. Und eine Nitro-Ladung again. So, und tschüss. Mal sehen, wie weit wir noch in diesem Part in dieser Höhle kommen. Ich gehe jetzt erstmal oben rum gucken. Oh, da ist ein Asttrainer. Ein Heilball.
Nice. Unten oder oben rum? Ich würde mal sagen... Nein, ich wollte den Stein nicht bauen. So, ich will das Item. Ein Beleber. Okay. Jetzt muss ich wieder unten rum. Es geht alles auf meinen Schutz. So. Der Topschutz hier oben, den nutze ich jetzt einfach. Okay. Komm mal her, Astrina. So. Und was hast du denn? Flapterix. Okay, das ist ein Gestein-Flug-Pokémon, soweit ich das in Erinnerung hatte. Ja. So einfach geht das. Und Zero erreicht Level 32. Nun gut, dich können wir daran bouncen. Und dich, glaube ich, runter. Ja. Okay. Du hast etwas gefunden. Okay. Ein Klick. Aha. Mhm. Ja, ist faszinierend. So. Gehe ich unten rum oder oben rum? Ich gehe erstmal oben rum. Dun, 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 dun. Hallo. Was hat unser Bergarbeiter hier für... Auch nö. Moment. Bist du ein Boden-Pokémon? Das würde ich zu gerne wissen. Nein, bist du nicht. Eisenabwehr erhöht die Verteidigung stark. Dann machen wir jetzt eben Schockwelle. Gehen wir eben in den Fernkampf. Nahkampfpanzerung aufbaust. Funkensprung. Steropolit. Oder? Steropolit. Ach, egal. Wie gesagt, ich habe die Namen noch nicht ganz alle drauf. So. Den können wir nicht bewegen, oder? Ich glaube nicht. Können wir nicht nach da bewegen. Nein. Okay, müssen wir unten rum. Hi, Kakashis. Komm mit. Toll. Ganz ehrlich, ich hätte die Treppe ohne euch niemals gefunden. Und eine Forscherin. Hallo, Forscherin. Was hast du denn für uns? Ein Klick. Für das Klick habe ich eine Nitro-Ladung. Was hältst du davon? Rezeptvorschlag von mir. Eine Nitro-Ladung. Jeden Morgen. Für dieses Pokémon. Oh, es will noch eine Nitro-Ladung. Oh, es kann gar nicht mehr genug kriegen. Wir verkaufen unsere Attacken als Lebensmittel. Na gut. So. Da, die Treppe will ich nicht runtergehen. Ich will erstmal gucken. Das war idiotisch von mir. Das war wirklich idiotisch von mir. Unter. So, und nochmal. Diesmal verschieben wir das untere. Und finden noch ein Item. Es ist ein Eisen. Oh. Ja, ich will es nicht bewegen, keine Sorge. So. Jetzt gucken wir mal, was hier ist. Schutz wirkt nicht mehr. Oh. Das ist hier. Ein nicht wirkender Schutz. Top-Schutz, Einsatz. Flop. Bei den beiden denkt man echt, die haben einen Doppelkampf. Tach. Nugget-Brüder. Danke für den Nugget. Danke für den zweiten Nugget. Gehen wir erst oben rum oder gehen wir erst links rum? Ich geh jetzt mal links. Nee, das sieht aus wie ein Rückweg. Da komme ich nämlich nicht zurück, deswegen gehe ich doch lieber erst oben rum. Oh, da erwartet uns ein Sandhügel. Ein Draco-Juwel. Das versteckt Drachenattacken, soweit ich das weiß. Nun gut, was haben wir denn hier drüben? Ein Arzt, ein Arzt, ein Arzt. Die sind gut. Komm, kämpf mal gegen mich. Ärzte tun meistens unsere Pokémon auffrischen, wenn wir sie besiegt haben.
Genauso wie die Krankenschwestern bisher. Und bisher ist Zero eine sehr gute Wahl. Bei den ganzen Pokémon hier unten. Vor allem, weil du mit einem Hyperback bist, weil du Doppelschwäche hast. So. Und unser Team wird geheilt. Und ein Maulwurf. Ich verzichte auf deine Anwesenheit. Also, bis nächstes Mal. Okay. Oh, da. Item. Ein Timerball. Okay, Team Plasma. Was hast du denn zu bieten? So, Team Plasma. Warum? Team Plasma Rüpel. Ganovil. Oh. Sind wir heute aber süß. Ich könnte, denke ich mal, mit Stampfe dafür sorgen, dass es zurückschreckt. Oder es mit einem Hieb besiegen. Okay. Zoro-Keks. Nein, du bleibst erstmal drin. Zoro-Keks, ja. Du kriegst einen Funksprung ab. In your face. Wir haben bald 35 erreicht, das ist gut. Guck mal da. Nee, danke. Nada. Bei dir machen wir auch einen Funksprung. Du Ratte, Radikalverschnitt, kann man quasi sagen. Kannst du mindestens Superzahn und so, glaube ich. Superzahn, Überzahn, irgendwie sowas war es, oder? Komm, Zero, das packst du. Nein, Zero, nicht selber hauen. Superzahn. Ja, sage ich doch. Superzahn halbiert die Energie von den Anwender. Aber nur die derzeitigen, nicht die vollen. Das heißt, nicht mit zwei Schlägen ist der Gegner dann besiegt. So, mir wäre es ganz lieb, wenn wir Zero erstmal heilen könnten. Ja, Tafelwasser. Solange wir noch restlich Tafelwasser haben, werden wir die auch benutzen für den kleinen Heilungen. Für den kleinen Hunger. So, Team Plasma Nummer 2. Also die Höhle werde ich auf jeden Fall in dem Part noch verlassen, hoffe ich zumindest. Turbo-Kex. Du schon wieder. Ein Funksprung müsste ausreichen, denke ich. Na, ja, noch einen da. Okay. Alles hier und kannst angreifen, du kriegst einen Stampfer. Just in your face. So. Noch ein. Ja, okay, noch ein paar Erfahrungspunkte brauchst du. Ich wollte schon gucken, ob ich zurücksetzen kann, aber das hat ja noch kein Level abbekommen. Uratytox. Funksprung. Und tschüss. Okay. Kleopatra. Oh, du gibst viele Erfahrungspunkte. Das ist schön. Und auch mit einem Schlag tot. Sauber, Level 35. Gut, das heißt, wir können erstmal Zero zurückziehen. Und jemand anders das Glücksei geben. Ich würde mal sagen, nehmen Liver, würde ich jetzt erstmal vorschlagen. Falsch. Da, Glücksei. So, und Liver tauschen wir nach vorne. Okay, Liver. Oh, wir werden direkt angegriffen. Nee, Liver. Du lässt es heute mal mit kämpfen. Erst später. Da vorne sind nämlich zwei, die verhauen wollen, verhaut werden wollen. So. Okay, die Plasma-Rüpel. Und Ratytox. Und das wird doch leicht. Du nimmst Schaufler. Weil du bist Gift. Und Gift hat Schwäche von Schaufler vom Boden. Ich hatte echt gerade gedacht, er hätte vielleicht noch Käfer als Zeittypus. Und Ratytox schon wieder. Liver gerade dasselbe nochmal. Ciao, ciao. Und Schaufler. Und Level Up. Oh ja, die Werte gehen eigentlich. Müsste vielleicht den Angriff noch so ein bisschen Protein oder so fördern. Damit es da noch ein bisschen was drauf kommt. Aber sonst passt es wunderbar. Otter. Oh, Verteidigung, Spezialverteidigung steigen dadurch. Schätzt es deswegen aus? Nein. Dreimal Unratytox, wenn ich mich nicht verzählt habe.
Und was hast du denn? Drum. Guck mal da. Okay. Das, denke ich mal, wird mit einer Kehrschelle leicht absolviert. Zack, zack und tschüss. Und Ganobel. Und nochmal Kehrschelle. Zack. Sogar mit einem Hieb weg. Stimmt, ich könnte ja auch eine Scope-Linse mit der Kehrschelle ausrüsten. Da das mehrere Treffer sind, da fällt mir gerade was ein, so. Ach, wir sind Scope-Linse? Nur mal so. Ja. Scope. Also das ist, was mir gerade einfällt, so Scope-Linse mit dem Kampf-Item Angriffsplus, weil Angriffsplus erhöht ja auch nochmal, ja, ist das Volltrefferwert. Das wäre doch richtig übel, die Kombination. Oh, ein Donnerstein gefunden. Ich weiß nicht, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist dann für einen Volltreffer, aber wenn dann nur, ja, es ist eigentlich immer Volltreffer ist. Von, ja, sagen wir mal, der trifft jetzt dreimal und einer davon ist ein Volltreffer. Oh, das zieht dann aber heftig. Nur mal so rein spekulativ. Ein Kleopatra. Das ist doch nichts. Das streckt doch Sliver mit einer Kehrschelle nieder. Stimmt, Sliver? Täusche mich nicht. Sage ich doch, eine Kehrschelle. Okay, noch ein Level, Liver, und dann musst du erstmal für die anderen Platz machen. Für ein weiteres Training. Und ich merke gerade. Oh, oh, oh. Das wird ziemlich knapp mit der Zeit. Okay, den nächsten Trainer mache ich noch und dann setze ich den Cut. Das wird sonst zu viel für den Part. Jetzt schaffe ich doch nicht die Höhle in diesem Part. Schade, schade. Okay. Gib alles. Perfekt. Dann haben wir mit einem Hieb platt gemacht. Guck mal da. Oh, süß. Und nochmal eine Kehrschelle. Einmal, zweimal. Oh, schade, nur zweimal getroffen. Und Duplex Hieb. Zack, zack. Und weg. Und Level erreicht 35. Okay. Dann können wir das noch austauschen und beenden dann den Part. So, Item nehmen. So. Und Michi kriegt jetzt erstmal das Glücksei. Item geben. Glücksei. Da. Was trägst du eigentlich für ein Item? Großwurzel oder wie? Ja. Okay, dann würde ich sagen, ich beende den Part für dieses Mal. Und ich würde mich freuen, wenn ihr im nächsten Part wieder dabei seid. Bis dahin. See ya!